So, dann stellen wir uns mal einen neuen Extremcharakter. Diesmal nehmen wir einfach mal Keller. Werte kommen lassen. Was haben wir hier? So, okay. Einfach mal zufällig durchklicken. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja, den haben wir. Accessoires. Wo war denn der? Da, Kopfbedeckung. So, genau. Weiß schon, ja. Extrem. Wie meinst du das? Das behauptet als der Mann ohne Tinte. Die Ansage. Jetzt sind wir zurück. Nicht nur zu Santa Blanca, sondern zum Leben. Willkommen zurück, ja. Ach, du meinst wegen Switch oder was? Na klar. Achso, soll ich streamen oder wie? Machst du? Ja, Loga nimmt auf Twitch auf oder streamt das. Ich bin erst der Nachschub, ey. Streaming, das ist lange her. Podcast, erst der Nachschub, ja. Gut. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Ich will, dass ich 110 Megabyte. Da bist du mit dir in der Akku-Ansage. Tja, dann willkommen. Ach, hier ist noch zurück, eine Datei. Ne? Genau, willkommen zurück. Jetzt gibt's hier Hardcore. Ne? Genau. Wir haben jetzt eben umgestellt auf Extrem. Ja, Burschen. Und jetzt wird's extrem, ja. Jetzt wird's extrem. Ja. Hier ist ja schon die erste Nebenaufgabe ein, die schon ziemlich hart ist. Zeigt der bei euch auch nicht an, was wir machen sollen? Hart? Nein, nicht ganz. Also ich bekomme eine Missionsanzeige drei Kilometer von uns weg. Wir können ja auch schon, aber was man da machen soll, das zeigt er einem nicht an. Ja, nicht mehr. Finden danke, Sie den Santa Blanca? Das wird bei mir nicht angezeigt. Wollen wir das wohl im Hard irgendwie einstellen? Also ich habe bei mir die Erfahrungspunkte und sowas ausgestellt, aber weil mich das genervt hat. Oh, hinter mir. Oh. Alles clear. Alles sauber. Nee, also mit den Missionsdetails, das will ich schon haben, damit ich weiß, was ich da machen muss. Nehme ich. Ich weiß bloß nicht, wie das hieß in der Einstellung. Das ist das Fenster oben links quasi. Genau, ja. Ach, hier Einsatz der Erinnerung, das ist das und nicht anders. Ach, er fährt als Assassine rum. Ja. So, jetzt war ja, die nee, Schalten. Ich hab auch die DLCs dazu freischalten. Ich wäre auch also die Waffen, die Pistole, die macht mal Vollschaden. Und das Gewehr ist ein bisschen beschissen. Naja, ist ja alles aufsetzbar. Die Steuerung ist anders.
Erfolg freigeschaltet. Überlebe 100 Meter Autofahren mit Norinchen. Ja. Weißt du wahnsinnig? Nein. Okay, danke. Ja. Ist die alles verrückt? Jo. Die haben uns nicht gesehen. Haben sie nicht? Nee, haben sie ohne. Er auch nicht. Auch nicht. Ach, das sind Informationen, ne? Oh, Arschloch, ey. Alter. Sorry. Ja, so einfach ist es nicht mehr. Einfach aussteigen, Leute abknallen. Dann müssen wir selber abknallen. Ja, 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 ja. Bleib halt mal liegen. Wir machen das schon. Stimmt, das sind zweimal Informationen. Was ist das denn? Jetzt kommt Einblendung wegen Drohne. Was ist denn da? Nein, nicht krapschen. Auf der Straße, nicht Alter. Krapschen. Okay. Danke. Mann, wenn du zielen könntest, hättest mich nicht erwischt. Ja, wenn ich zielen könnte, hättest dich nicht erwischt. Ja. Dieser Zwang immer so auf Munition neu zu holen. Ja. Hallo? Entschuldigung. Ich müsste da mal hin. Dies verrät den Standort einer Rebellensendeanlage, die nur wieder eingeschaltet werden muss. Lasst uns hingehen und Starthilfe geben. Da ist noch Achtung draußen. Den Standort einer Kartellantenne. Sie schalten sie ein, wir schalten sie wieder aus. Gut, ich weiß, dann machen wir auf und dann weiter. Der muss weg. Die wunderschöne Musik. Oh, Dusche. Nee, Klo. Ich hab erst Booster gebracht. Diese Einblendungen, kann man die irgendwie wegmachen? Welche Einblendung? Naja, da kommt doch mal hier die Rebellen und bla bla bla, keine Ahnung. Ja, kannst du glaube ich abschalten. Weil es nur zwei ist, bescheuert. Super. Wer fährt? Keiner oder was? Ja, ich steck schon aus. Wie jetzt? Ups. Ja, ich hab auf den Controller gewechselt. Ja. Du spielst jetzt auch mit Controller? Ach, hier geht's gleich. Ja, ist gemütlicher. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt Action brauche oder irgendwas, dann spiele ich lieber mit Controller als mit Tastatur. Auf jeden Fall, Alter. Ja. Mir geht's beim Spielen, also gerade bei Shootern, geht's mir mehr ums Zielen dann, weißt du? Geht das mit dem Controller so gut, oder was? Also. Erst rein. Auto-Aim. Wenn ich zoom rein und bin direkt auf den Gegner. Oha. Nee, das ist ja beschiss. Das stelle ich mir im Multiplayer sehr kompliziert vor. Also im PvP. Ansonsten, ich bin lieber eher ein Maus- und Tastaturspieler. Aber jetzt, da ich mich ein bisschen zurücklehnen kann, ein bisschen entspannen und mein Kaipirin ja hier vernaschen. Genau, ja. Hoffentlich mit Controller. Man kann sich das schön zurücklehnen, den Sessel, muss ich immer so gebückt nach vorne. Genau, und dann nicht einfach und dann genießt man das auch was macht. Kriegst ja Knitschstarre, Alter. Ich bin das auch schon seit 10 Jahren gewöhnt mit Controller, also. Das ist bei mir im Fleisch und Blut übergegangen und. Ja, ich finde, keine Steuerung ist genauer als Maus und Tastatur. Ja, aber klar, das ist logisch. Wie kommt der Controller, wenn man einfach alles schneller erreicht? Weil ich will ja auch ein bisschen chillen beim Spielen, so. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel funktioniert mit der HTC. Das hier? Ja, ob das Spiel funktioniert mit der HTC Vive. Oculus habe ich noch nicht probiert. Wenn du Warp X hast, dann funktioniert das sogar ganz gut. Okay. Werden die Controller auch unterstützt? Wie gesagt, ich hab's ja noch nicht da, aber... Na, ganz normale Xbox-Steuerung, wa? Nee.
Also plötzlich ist hier nicht der Xbox-Controller. Achso, nein. Hat die nicht. Ja, schade. Das wäre bestimmt geil. Aber ich würde dir empfehlen, wenn du die VR kaufen willst, warte auf die zweite Generation. Von der HDC meinst du? Wird, dauert zwar noch ein paar Jahre, aber die wird dann um einiges besser sein und vor allem weniger Leistung. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ja gut, ich habe momentan noch die Oculus. Aber damit spiele ich ehrlich gesagt nur Autorennspiele, weil das am geilsten kommt. Wir laufen Gegner rum. Welche denn? Ausschau, alles. Kurt Rally. Das ist ja der Corsa. Der hat Rally mit der Brille mit dem Move-Ding Spaß. Ja, genau. Mit dem Move-Set. Ne, ich hab ja noch den Tracky R, den hab ich auch noch. Tracky R, das mit diesen komischen Infrarotlinsen da? Ja, genau. Der trackt deine Kopfbewegung. Welche Variante? 3 oder 4? Oh, 4, glaub. Bessere Wahl würde ich. Aber Track IR macht sich mit Wachsimulator und sowas ganz gut. Weil ja, dann hat man das hab ich schon mit Oculus gezockt. Macht auch voll Bock. Euro Wachsimulator funktioniert bei mir nicht mit Oculus. Doch. Euro Truck habe ich gespielt, American Truck. Geht erst rein. Ja. Hey, alles Grüne zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Die Scheiße aus dem Bauch! Was willst du? Amaro, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Wiederholt sich. Ich hab da doll gefahren. Nur zu? Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Zack. Beeilen wir uns, Leute. Amaro ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Ich soll anstehen hier vielleicht, für die Kiste. Vielleicht doch nicht. Amaru ist eine große Bewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Ich schicke eine Drohne. Runter, bevor die dich sehen. Das war scheiße. Dicker, das ja. Los. Dann müsste noch einer am Haus sein. Wir warten nicht, bis wir Amaro aufgespürt und gerettet haben. Also wenn ich es recht nur noch habe, war noch einer an dem Haus. Doch, hier ist ein Kingslayer-Datei. Ja, das auf jeden Fall. Alter. Ja, die kann mich auch noch erinnern. Oh, Rienchen rennt über die Straße. Der wird gleich überfahren. Oh, der hat mich fast über den Haufen gefahren, dieser blöde... der kurze Affe, Alter. Ich wusste, dass hier noch einer ist. Gut gemacht. Räumt alles auf und dann weiter. Was machst du da? Kann ich auch mal reingucken? Alle neugierig für die Bescheuerten. Und dann fahren wir mal da runter, ne? Ich lasse dich auf keinen Fall fahren. Okay, mit denen kann man noch nicht drin. Spruch, okay. So, dann gehen wir mal Ding rein. Dingenst und Bummenst. Leider kann man nicht hupen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe noch keine Schnipper. Den rein, Teile. Oh, wir haben ja noch gar nichts. Du hast da so eine Metallstange im Rücken, das tut doch weh, oder? Ach, das eitert raus. Haben die einen neuen Sound drauf? Die Musik kenne ich noch gar nicht. Ich höre gar keine Musik, ey. Hörst gar keine. Ja, das ist bei jedem immer unterschiedlich. Irgendwie nicht synchron.
Hat doch ein bisschen was mit den Nachrichten zu tun, die sie bringen manchmal über die Situation oder über die Sachen, die sie machen. Gut, dann lass mal Standardvisier drauf. Die Straße gehört mir. King of the World. Tja, für die nächste lange Fahrt muss ich wohl mal ein bisschen Missing machen. Den Narco-Rotfahrt probiert, oder? Was sagst du? Hat von euch keiner den Narco-Rot ausprobiert? Nee, ich habe ja den Saisonpass nicht, weißt du doch. Übrigens, der Saisonpass kostet momentan bei G2A immer noch 30 Euro, die 15, ne? Also 15 Euro ein absolutes Schnäppchen. Achso, Narco-Rot, der DLC, das habe ich schon probiert. Habe ich vorhin gestartet. Da startet man eine neue Story, also das ist, man kann seinen Charakter nicht übernehmen. Man ist Level 20 und man hat andere Waffen und andere Ausrüstung. Ich hab bei zwei Monster Trucks geschrottet. Oh. Ich fand schade, dass man das nicht so spielen kann, aber man kann den Narco-Rot im Multiplayer spielen. Umgelegt. Ja. Shit, die haben wohl den. Okay, das ist alles gut. Aber mein Gefühl ist, dass die Unidad sehr aggressiv ist da. Hier ist eine Waffenkiste. Okay, irgendjemand atmet hier? Jetzt nicht mehr. Jetzt muss man einen Arzt rufen. So. Ich fliege. Wer will fliegen? Sind Sie Amaro? Das war so nicht. Ja, ich kann fliegen. Kommen Sie mal, wir bringen Sie hier raus. Ja, Logo da hinterm Haus. Nordstein. Ja, habe ich nicht gesehen. Wo haben wir das so konzentriert hin? Nett. Komm, NPC, du kannst dich selber fliegen. Was? Der NPC kann sich selber fliegen. Ja. Ich kann sich das selber machen. Wo bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Bacardari hat also einen Handel mit den Malditos Extranjeros geschlossen. Ah, hier hast du jetzt noch Ruhe. Klären Sie das unter sich, Senior. Da kommen noch keine Raketen auf dich zu. Das mit deiner Community-Mission Astra angeschaut, oder? Ich hab sie noch nicht gefunden. Weiß nicht, was das ist. Ist auch im Startbildschirm, ist ja Quatsch. Ja, da müsste, keine Ahnung, 3 Millionen Punkte oder sowas machen. Also sie haben geschrieben, es kommen Solo-Missionen, Koop-Missionen, Community-Missionen, so wie Rennen. Die Rennen haben sie jetzt in Narco-DLC an den Chef gepackt und ja. Und PvP kommt. Da muss in einer bestimmten Region muss die, sagst du, Unidad infiltrieren. Ich bei der Community-Mission. Gibt's noch ein Scharfschützengewehr? Wo war das hier? Aha, genau da. Ja, M40, ne? Was war zu meinen Stiefeln? Ja, jetzt haben wir das erste Scharfschützengewehr, also ich zumindest. Aber wie gesagt, Noah, also für 15 Euro kriegt ihr den Saisonpass nicht. Der kostet 50% mehr, also 30 Euro musst du hinblättern. Santa Blanca ist nicht geil. Kannst du den auch aus Südblack kommen? Ja, nee, ich warte jetzt noch einen Monat oder was, bis der günstiger wird und dann hole ich mir für 20 würde ich mir auch noch holen, aber über 20 auf gar keinen Fall. Ja, lohnt. Aber ihre Methoden waren nicht. Achso, ich muss ja hier noch das Video mehr angucken.
Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Juri, Polito. Das ist ja manchmal teurer im Saisonpass als das ganze Spiel. Das ist so. Ja, stimmt. Wenn man nicht auf den Pass. Das Spiel hat jetzt 40 Euro gekostet, aber wenn ein Spiel 25 kostet zu Release und ein Saisonpass mehr kostet als 30, also ich finde das nicht gerechtfertigt. Also 25 Euro gerne, aber mehr nicht. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Ja, wir drehen jeden Stein um. Halt. Ich fange hier mal an. Was kennst du bei uns? Aufgepasst, Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt. So. Ach, Sniper. Sehr gut. Genau, die will ich jetzt auch haben, die Sniper. Weil die Maschinenpistole ist ja besoldert. Mach ich. Der Halt kümmert sich El Mudo, so. Die Mauer. Ein Stahl darauf setzen. Kleiner Bruder ist Ablager. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Suenio wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Ablager. Juri und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, so. Dann ausschalten. Das war der erste Auftrag. Eine Story-Information habe ich momentan hier nicht auf der Karte. Noch nicht. Doch, da. Ja. Magazin? Soll ich sagen, wir wollen Story-Informationen, ne? Ja, wir könnten uns aber auch erstmal noch den vertikalen Griff holen. Und dann darüber. Für Scharfschützengewehr oder für welche Waffe? Ja, für alle. Maschinenpistole, Schrot, Strom, Scharfschützen, leichtes MG. Hast du markiert, oder was? Ja, das ist D. Ja, dann fahren wir mit dem Human-Schrauber hin. Holen wir uns den Griff, weil dann... Und dann holen wir uns die Akte. Ja. Aber wollte ich heute ein Konzert von den Bösen Onkels hochladen? Das geht über 30 Stunden, das komplette Konzert am Hochkeimring. Da sagt er, darf ich nicht hochladen. YouTube, ey. Echt? Bist du immer noch begrenzt? Verboten. Also, wie kann das denn sein, ey? Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, compadre. Ich habe ein Problem in Itaqua. Und Bowman hat mich an dich verwiesen. Gewaltverherrlichende Musik. Es gab viele Verluste durch das Kartell. Und die Grauen von... Ach, Böse Onkels gibt's doch 100.000 Lieder auf YouTube. Fast erloschen. Das werden doch von allen Leuten verbreitet. Einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute... Fast alle Lieder auf YouTube von Böse Onkels. Das fließt auf deine Zurücksehen. Alter, hier? Nein! Vorwünschen? Auf! Oh. Wir haben verdammt nochmal Verluste. Ja, toll, da kommen wir nicht hin, oder? Ja, ich teleportiere mich zu euch. Okay. Ist schlimm. Sie bist du da runtergefallen, oder was? Nee, ich bin nicht mehr gut ausgerutscht. Nee, der Heli ist gerutscht. So, habt ihr es nicht gesehen? Over. Laut und deutlich, schieß los. Wartet. Hab noch einen Tango. Ihr seid schlecht. Ihr werdet. Leg dich! Das ist mir uninteressant, ob wir entdeckt werden. Werden wir wiederholen von den Treffer, ey. Oh, ich brauche unbedingt ein Visier, Alter. Kannst du ja voll vergessen, bitte. Jo. Ich sage, dann ist ein Visier, das holen wir uns jetzt, dann haben wir schon mal was Gutes. Auf jeden Fall, also sonst kannst du ja fast gar nicht agieren hier. Da will ich den Kopf nicht rausstrecken. Guck. Mach mal Kuckuck! Kuckuck! Da macht er Kuckuck! Mann am Boden! Mann am Boden! Mann am Kuckuck!
Nee. Du Arschloch! Verdammt! Scheiße! Oh, komm mal! Oh, nee! Eieiei! Ja. Das fängt ja schon mal gut an, du. Wir wollen eine Waffenküste haben. Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr absprechen. Ja. Nee, wir müssen erstmal bessere Ausrüstung haben. Der Scheiße im Verkehr drunter, ein Heidenreck. Wo mich gehört hat. Was? Der ist direkt da vorne gespawnt von. Das für ein Typ. Hast du auch einen YouTube-Kanal, Lelo, gell? Ja, hab ich doch vorhin geschrieben. Ja, das musst du mir bei Uplay schicken, das, Ach so, ja. Ja, auf jeden Fall. Oder bei Steam dann. Oder bei Steam oder so, damit ich das dauerhaft habe. Halt. Schnell, schnell, das mag ich nicht. Das ist eher auf die Ruhe. Auf die Gelassenheit. Jetzt kommen wir natürlich nicht dann auf. Ekel, oder? Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Hier laufen Gegner rum. Was? So, jetzt aber los hier, du. Haben wir jetzt irgendwas getriggert? Oh, Berg hoch hier, wa? Kommt noch nicht mehr hoch. Das ist heiß. Ja, du musst Straße. Ne, Heli kann man nicht holen. Ne, wir kommen gar nicht holen. Das ist noch der allererste Anfang. Ja. Der ist schwer. Aber da hinten ist ein Wanderweg. Aber man wird ja irgendwann immer stärker und irgendwann. Sind wir dann auch richtige Ghosts? Noch sind wir in. Haben wir die Windeln noch oben, so. So, ich hol mir jetzt immer das Auto hier. Sackgasse hier. Bei eines Tages groß sind, waren wir auch Ghosts. Ja. Noch sind wir in den Kinderschuhen, in den Windeln, ey. Ich hab aber, wenn ich mal groß bin, will ich ein Ghost werden. Hahaha! Oh, was sind das hier? So, wer oder? Fehlt noch? Das sieht doch aus wie nur ich hier. Ich bin ein Kopfhörer. Mein Partner. Andersrum, sagt er, oder was? Ich bin ein Kopfhörer. Ich wollte nur den Berg da hoch. Ja. Sumitsu. Ach. Wie heißt das richtig? Nicht Sumitsu, sondern. Yoshimitsu? Nein, Sumitsu ist doch ein offener. Hast du auf deinem YouTube-Kanal auch mal ein böser Onkel hochgeladen, Hidoka? Nö. Nee, ich wollte mir natürlich einen fetten Ordner anlegen. Ich hab nur eigene mit was weiß ich hier, 30, 40 Videos. Oh nein. Ich weiß gar nicht, wie die das so schnell rauskriegen konnten, dass ich das hochladen darf. YouTube können wir vielleicht von der Stasi an, ne? Oh, was ist denn hier los? Wer ist denn hier? Was wollen wir hier? Wir haben automatische Erkennung. Wir haben eine automatische Erkennung. Was gab's denn hier überhaupt? Warum sind wir hier überhaupt im Haus drin? Ich hab mich hier nur versteckt vor Gegnern. So. Markierung versteckt sich ja wieder. So, kommen wir jetzt hier denn hoch, oder was? Ja, aber. Oh, verdammt, wer ist denn das, Alter? Klebt mir denn wieder im Arsch, ey. Warte, ich gehe mich mal dazu. Oben auf der Straße. Leg dich. Oh, ist das hardcore, ey. Oder besser gesagt, jetzt neben mir. Ja, die Gegner sind natürlich jetzt auch schlauer, ne? Das haben wir vorhin durchgelesen. Die sind nicht nur stärker, die sind auch besser ausgebildet und.
kann aber nicht sagen, woher der oben geschossen hat. Ah, mein lieber Freund. Oh. Jawohl, gleich zwei auf einen Schlag. Ich komm zu euch. Oh. Jetzt kommt einer runter. Also, ob wir das Spiel so auf extrem durchspielen können, ich glaube, ein Schwierigkeitsgrad weniger, das wäre gar nicht verkehrt, aber das müssen wir erstmal abwarten. Noch will ich das dann würden wir uns wieder daran, damit. Also, ich bleib jetzt bei Spiel. Ja, natürlich, erstmal sowieso. Man muss abwarten. Ja, wir dürfen nicht so schnell versuchen. Muss schneller als die sein. Ich habe jetzt drei erledigt. Drei sind weg hier, also jetzt müsste die Bahn langsam frei sein. Ja, da sind schon noch welche um die Ecke. Da kommen Verstärkung. Ja, Verstärkung, ja, die können wir gerade jetzt noch gebrauchen. Oh, da kommt ja noch ein Auto. Ach du Schande. Ich zähle fünf. Granate fliegt. Jetzt bin ich da hochgekommen, wieder weil ich von hinten, oder? Dann loslaufen in die falsche Richtung. Oh, schöne Scheiße. So, ich nehme mal den Nachschub hier. Zeit muss sein. Oh, jetzt kommt wieder so eine Hilfe. Immer wenn ich klettern muss oder irgendeine Art und Weise die Leertaste brauche, ne, dann kommt wieder irgendwelche Info-Dinge. Mhm. So, die haben sich natürlich dann eine schöne Schalldämpfer hier, ja. Da sind die Waffen jetzt noch so extrem nix mit dem Schalldämpfer. Und das alles für einen Handgriff, Alter. So viel Arbeit, ey. Ehrlich. Ja, läuft. Läuft, aber ja. Ich muss sagen, es macht das so viel mehr Spaß. Ja, sag ich ja. Deswegen, das war ja auch meine Idee, ey. Den dritten wollte ich sowieso so durchspielen. Das habe ich schon verbockt. Ich weiß, ob die Hauptgegner da sind. Du siehst ja erst, wenn sie das Ja, du musst wirklich deine Sinne die ganze Zeit beisammen haben. Du kannst dich einfach den Kopf ausschalten und Zombie hier durchlaufen. Das wird nichts. Das wird nichts. So, den Handgriff haben wir. Ich geh wieder runter nach der Klasse. Gleich ausrüsten. Ach, ich hab doch eine Zieloptik hier. Panoramavisier. Unterlauf, vertikale Handgriff. Wunderbar. Das ist schon mal einen kleinen Vorteil. Das war der erste Vorteil. Einer weniger. Abschluss. So, haben wir eben Ausrüstung. Die Schweine auch abschießen? Ja. Ganz zum Schluss hat es noch ein bisschen gezuckt, ey. Tick. Da ist noch einer reingelaufen, nicht markiert. So schnell wie der weg war. Ah, die sind schlau, die bewegen sich jetzt auch besser. Ah, der erste, das war mal einer. Diesmal wegen die Glocke da oben. Die hört. Nee, die Glocke ist weg, Alter. Ich kann es abschießen. Kommt ihr? Ja, klar. Wo seid ihr denn? Jetzt war in den Rücken. Da. Okay, ich fahre. Hab ich auch schon probiert, geht nicht. Beifahrerseite. Beifahrerseite ist noch frei. So, jetzt holen wir uns die Akte, würde ich sagen, oder? Ich guck mal, was vielleicht noch... Musst du markieren auf der Karte, damit ich weiß, wo wir hin müssen.